Geheimsprache. Man hat gesehen. Ja. Ja, Marie, was soll ich da sagen? Die beiden sind in Topform. Ich weiß nicht, ob die Gewinnchancen mittlerweile schon in schwindelerregende Höhe gestiegen sind. Auch wenn das Spiel Geheimsprache heißt, sind dafür zwei tolle Gäste hierher gekommen. Ein leibhaftiger Europameister und ein lebhafter Comedy-Altmeister. Hier sind Mario Basler und Simon Gosioha. Moin Mario. Herzlich willkommen. Mario, in deiner aktiven Karriere hast du viele schöne Dinge gemacht, aber du warst ja auch bekannt für deine große Klappe, oder? Also Worte sind auch dein Schwert. Wie kommst du da drauf? Nein, sag mal, wie stellst du mich denn hier hin? Na, meinst du, als intelligenten Fußballer wäre das schlimm? Nein. Ach so, okay. Aber du hast doch immer gesagt, was dir sozusagen auf dem Herzen lag. Das mache ich heute noch. Ich weiß. Deswegen, Simon, ja. Physical Comedy, ein Teil dessen, was absolut du machst. Aber du hast ein Buch geschrieben. Wie hieß das? Schmerzfrei, das ist schon eine Weile her. Schmerzfrei. Also auch ein Meister der Worte. Aber natürlich. Es ist ganz wichtig. Seines Zeichens immer als Blitzbirne gern gebucht. Gern gebucht, auch heute. Sehr schön, da hast du noch die Kurve gekriegt. Also, ihr vier. Spiel 4 nennt sich Geheimsprache. Und es geht darum, dass ihr eurem Teampartner eine Aktion so übermitteln müsst, also mit Geheimsprache, dass das gegnerische Team nichts davon mitbekommt beziehungsweise es nicht versteht. Folgendes passiert. Oh Gott. Ihr beide seid dran, müsst untereinander eine Geheimsprache entwickeln. Die beiden gehen derweil hinter unsere rote Trennwand und wenn ihr euch einig geworden seid, hole ich die hervor, ihr stellt euch hier hin und dann sagt ihr, wer sozusagen Sender und wer Empfänger ist. Das heißt, der Sender versucht per Geheimsprache dem Empfänger zu erklären, was für eine Aktion gemacht werden muss. Der Empfänger hat die Tafel und schreibt sich das Ganze auf. Sollte das richtig sein, gibt es einen Punkt. Anschließend, ihr könnt natürlich zugucken, habt ihr 30 Sekunden Zeit, mit diesen Utensilien, die auf diesem Tisch liegen, diese Aktion nachzumachen. Eine Sache ist mir immer ganz wichtig, ja, dass wenn Gäste da sind, dass die Regeln klar sind. Falls ihr Fragen habt, fragt gern noch mal nach. Wir haben die gleichen Fragen wie du. Ja. Und weil ich das weiß, dass ich mit so vier Schlaumeiern jetzt gerade spiele, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und dann erklärt sich das alles von selbst. Okay, alles klar. Gut, also wir starten mit Joko und Klaas in diese Runde. Das heißt, Simon und Mario, so viel habt ihr verstanden, hinter die rote Trennwand und die Kopfhörer auf. Ihr versucht jetzt miteinander eine Geheimsprache zu entwickeln. Ja, wenn ihr die habt, erst dann zeige ich euch, welche Aktion übermittelt werden muss. Okay, warte mal. Guck mal, wir könnten zum Beispiel sagen... Ich guck einmal ganz kurz, warte mal. Könnten jetzt zum Beispiel sagen... Die können euch nicht hören. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, das hier sind Länder. Weißt du, die Gegenstände sind Länder. Okay. Und zum Beispiel in ein Land reisen heißt, es in seiner ursprünglichen Form zu benutzen. Ja, also in der eigentlich gedachten Form, in dem Zweck. Ja. Zum Beispiel, ich reise nach zum Beispiel Mexiko, würde ich diesen Sombrero aufsetzen. Ja. Aber nur. Und dann gibt es Unruhen in dem Land. Und das heißt, man benutzt es exakt für das Gegenteil, für das es eigentlich gedacht ist. Also am Ende müsst ihr euch ja miteinander da verständigen. Guck mal, wir legen jetzt mal was fest. Dieses Land ist? Mexiko. Das ist? Finnland. Ja, das ist? Ja, England. England, genau. Das ist? Deutschland. Deutschland hier, Stuttgart. Ne? Kehrwoche. So, das ist Teddy Roosevelt, USA. Logisch. So, Tennis, Steffi Graf, nochmal Las Vegas. Also am Ende, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du der Sender bist und du gleich der Empfänger. Ich kann dann versuchen, das zu empfangen. Okay, und du musst es dann aufschreiben. Du sollst es ja nicht vormachen. Die anderen sollen es dann vormachen, ne? Hier, Boxen. Ist Mike Tyson. Mike Tyson ist auch, das geht nicht, ist auch in den USA. Wir sagen Kiew, also Ukraine, wegen Klitschko. Wegen den anderen Klitschko. So, Geld, Schweiz. Der Stift. Stift ist Stift. Ist England, Edinburgh, Schottland, Edinburgh wegen Edding.
Edinburgh. Schottland. Meine Damen und Herren, falls Sie sich gerade wundern, das ist noch nicht das wirkliche Spiel, sondern die beiden versuchen immer noch eine Strategie. Aber ist nur jetzt ganz kurz, wenn du uns gleich was zeigst und wir das, was wir gerade machen, gar nicht anwenden können, macht das Sinn, was wir gerade machen? Nein, es geht um eine Aktion, die stattfinden muss mit den Utensilien hier auf dem Tisch. Du stellst dich jetzt erstmal hier. Genau. Klaas stellt sich hier vorne hin. Ja. Ne? Sag ich das in Geheimsprache? Genau, in anderthalb Minuten. Ja, kein Problem. Genau, aber ich muss ja die anderen rausholen, weil die müssen ja auch die Möglichkeit haben, das zu entziffern oder zu erkennen. Ja? Bist du klar? Also ihr habt euch jetzt abgestimmt, zumindest glaube ich das. Du hast alles gehört, was ich gesagt habe, ne? So. Ja, also die Begrifflichkeiten, die da Kopfhörer liegen, abnehmen. Erinnere ich. Tut mir leid, es hat ein bisschen länger gedauert. Ja, kein Problem, es lief. Also, ihr stellt euch da jetzt hin. Nochmal für alle zur Erklärung. Ja, zu spät. Nee, also, Klaas hat jetzt anderthalb Minuten Zeit, eine Aktion, die ich ihm zeige, in Geheimsprache Joko zu übermitteln. Ihr guckt ganz genau drauf, was Klaas macht, denn ihr habt auch noch die Möglichkeit, das sozusagen zu erkennen und Punkte zu machen. Wir spielen insgesamt 4 Runden. Okay, es ist eine Aktion, die nur mit den Gegenständen, die sich auf dem Tisch befinden, auch funktioniert. Wir müssen quasi die Geheimsprache entkodieren. Sehr gut, genau das wollte ich. Da kann ich Klaas, komm mal hier weiter her. Klaas, komm mal hier weiter zu mir, bitte. Ihr könnt an den Tisch stellen, ihr könnt aber auch die Tafel nehmen und euch Notizen machen. Wenn ihr wollt. Ne? Seid ihr bereit, alle? Anderthalb Minuten. Du hast ein Buch geschrieben. Gibt es. Ja. Ich zeig's dir jetzt, Klaas. Ja. Ready to go. Das ist die Aktion. Oh. Mhm. Gut, anderthalb Minuten hast du Zeit. Und zwar ab jetzt für Joko. Ich reise nach Hawaii und in Hawaii mache ich das, was ich gemacht hätte, wenn ich nach Mexiko gereist wäre. Dort gibt es keine Unruhen. Eine Minute habt ihr noch. Weiter geht's. Nee, das ist gut erklärt. Ja, ich hab's, glaube ich, nur nicht. Ich reise nach Hawaii. Ich reise nach Hawaii. Und dort mache ich mit Hawaii das, was ich mit Mexiko gemacht hätte, wenn es keine Unruhen gibt. Mexiko, was ist denn? Keine Unruhen. In Mexiko ist keine Unruhen. Ich hätte dasselbe auch in England getan. England gibt doch was. In England hätte ich auch dasselbe getan. Wie in Mexiko. 30 Sekunden noch. Und das ist das, was ich in Hawaii getan hätte. Du hättest in England das Gleiche getan wie in Mexiko. Wenn ich dahin gereist wäre. Bist du aber nicht, ne? Bin ich nicht. Ich bin nach Hawaii gereist, mache aber dasselbe mit Hawaii. Am Ende musste eine Sache stehen, Joko. Das, was ich mit Mexiko und England getan hätte, wenn es keine Unruhen gibt. Was muss hier stehen? Eine Sache muss bei mir nachher stehen? Die Aktion. 10. Die Aktion, was man machen muss. Was ist die Sache, die tatsächlich passiert im echten Leben? Ohne Metaphern. Ich mache Metaphern, du übersetzt das in echte Hand. Schluss. Gut, ich gucke mir das jetzt an, was Joko aufgeschrieben hat, um zu checken, ob die Nachricht angekommen ist. Ich habe erstmal, weil das sehr komplex ist, darf ich noch einen Pfeil machen, damit das klar ist. Ja, dann mach einen Pfeil. England spielt die ganz konkrete Aktion. Ja. Das ist ein Satz. Was denn noch? Mexiko? Hat nichts mit dem zu tun, England was ich... England hat er. Okay. England hat er. Gut, das ist falsch. England ist... Bleib so lange hier. Okay. Wir klären das gleich alles auf, was... Klaas, die übermitteln wollte. War eigentlich ihr habt jetzt 30 ja Sekunden gut. Zeit, mit den Utensilien Dinge zu machen, von denen ihr glaubt, dass das die Aktion ist, die Klaas an Joko übermitteln wollte. Darf ich mal sehen? Und zwar ab jetzt. So, dann guck ich doch mal, wo Hawaii liegt und wo England liegt und wo Mexiko liegt. Aber er hat ja, aber England gefunden. Spielt keine Rolle. England hat natürlich... Ah, England, die Melone. Da hat ja auch noch was. Es gibt auch keine Unruhen. Es gibt keine Unruhen. Nee, das gibt's nicht. Es gibt ja keine Unruhen. Noch 10 Sekunden. In England gibt's ich mache in Mexiko und boxe. Ich boxe in Mexiko da, aber es gibt keine Unruhen. Boxer. Und in Hawaii boxe ich auch. Müssen wir das aufschreiben? Und Schluss. Nein, ihr müsst es vormachen. Hättet ihr es vorgemacht, hättet ihr 2 Punkte bekommen. Haben wir doch gemacht. Ihr habt es vorgemacht, aber es war nicht richtig. Du darfst es. Ich erkläre es dir kurz, damit du verstehst. Also, die Aktion. Nee, genau, weil unsere Geheimsprache bleibt dieselbe, ne? Ihr könnt die jedes Mal zu jeder Runde ändern. Ja, aber sollten wir nicht machen, weil wir jetzt gerade schneiden. Also ich erkläre jetzt die Aktion. Setzen wir gesucht haben wir, sich die Topfpflanze auf den Kopf stellen.
Das war die Aktion. Aber ihr habt ja gemerkt, die Kommunikation zwischen den beiden hat ein bisschen die Topfpflanze. Ach, die Topfpflanze. Genau. Gut, also ihr macht jetzt einmal eure Tafel sauber. Ihr seid nämlich jetzt dran. Und die beiden anderen verschwinden hinter der roten Wand. Also die erste Runde geht 0-0 aus. Kein Punkt. Setzt die Kopfhörer bitte auf. Jetzt wird noch heiß diskutiert. Das ist auch nicht Kopfhörer auf. Kopfhörer auf. Klaas, gleich könnt ihr das weitermachen. Jetzt sind die anderen erstmal dran. Gut, die können nichts hören. Ihr könnt euch jetzt eine Strategie überlegen. Ihr versteht das Prinzip. Es geht um eine Aktion. Ja. Ihr müsst es zwischeneinander so übermitteln, dass euer Partner versteht, worum es geht. Ja. Ja? Okay. Aber wir kriegen ja von dir vorgegeben. Ihr kriegt von mir den. Aber alles, was du uns vorgibst, ist aber auch da drauf. Genau. Das, was ich euch vorgebe, ist eine Aktion mit diesen Utensilien. Okay. Okay? Kommt mal ein bisschen hier in die Ecke. Dann könnt ihr euch stehen wir eigentlich? Genau, wir haben alles vergessen jetzt. Ja. Wir haben ja mal eine Führerscheinprüfung zusammen gemacht. Genau. Wie wäre denn, wenn ich oder einer von uns beiden gleich so 10 Aktionen nennt? Ja. Und davor immer Verkehrszeichen. Und vor dem Verkehrszeichen Stopp. Das ist die Aktion, um die es geht. Vor dem Verkehr, also das rote Stoppschild oder Einbahnstraße. Ja. Was ist Einbahnstraße. Ist einfacher. So, dann sage ich zum Beispiel Verkehr, also ich sage so, Mario, Tempo 30, du musst den Wodka trinken und die, dann müssen die nämlich hinterher alle 10 Aktionen machen in einer bestimmten Zeit. Ne? 30 Sekunden haben sie. Und dann machen wir ja, ich sage 10 Aktionen oder so viel ich schaffe. Ja. Und die richtige Aktion ist vor Einbahnstraße. Und ich sage immer Verkehrsschilder. Ja. Tempo 30, verkehrsberuhigte Zone, ja. Autobahn, Kraftfahrtstraße. Ja. Und Einbahnstraße ist die Aktion, um die es geht. Okay. Wenn ich die bis dahin nicht vergessen habe. Ja. Okay, kein Problem. Ja, aber ihr habt eine Taktik. Ja. Ja, wunderbar. Also du bist jetzt der Sender, du bist der Empfänger, du stellst sie hier hin. Ja. Simon, ich hole die anderen, die nehmen die Kopfhörer ab. Hier muss ich stehen. So, Kopfhörer abnehmen. Auch ihr schnappt euch jetzt die Tafel. Sollte Mario die Aktion erkennen, gibt es einen Punkt für das Team. Solltet ihr sie aber in den 30 Sekunden danach vormachen und richtig haben, bekommt ihr 2 Punkte. Verstanden? Ihr könnt euch Notizen machen. Joko, Klaas, wollt ihr? Ja, machen wir. Gut. Wie viel Zeit habe ich? 1,5 Minuten hast du Zeit. Ach. Mario in Geheimsprache. Folgende Aktion zu übermitteln. Das ist sie. Ready? Und los geht's! Mario, Kraftfahrtstraße, Zylinder aufsetzen und 360 Grad drehen. Tempo 30. Du fährst nach Mexiko, da sind aber keine Unruhen. Deswegen kannst du auch nach England. Kannst du aber auch auf Hawaii machen. Zone, nee, jetzt fahren wir. Stoppschild. Ja. Die Vase nehmen und in der einen Hand, in der anderen Hand Cola trinken. Überholverbot. Diese rote Flasche in den Eimer tun. Achtung, verkehrsberuhigte Zone. Stofftier mit dem Sombrero einmal um den Tisch kreisen lassen. 30 Sekunden. Einbahnstraße. Mit dem Boxhandschuh dir eine reinhauen. Überlandstraße. Mit dem Tennisschläger die 3 Bälle. Egal welche. 10. In den Mülleimer rein. So. Sag schnell. Zebrastreifen, Boxhandschuh, Melone aufsetzen und Schluss. Trinken. Eine einzige Aktion musst du aufgeschrieben haben, um diesen Punkt für euch zu erkämpfen. Hast du eine aufgeschrieben? Ich habe. Das war nur Quatsch. Ja, also okay, jetzt habe ich nicht zusammengeschrieben. Also ich habe es jetzt auch. Also es soll zusammen sein. Okay, das ist nicht richtig. Gut, jetzt sind wir gespannt, was da gleich passiert. Und zwar ich glaube, ich bin, glaube ich, zu spät
eingestiegen. Ich bin zu spät das Prinzip durch. Ich habe schon gemerkt, dass er irgendwelchen Scheiß redet um uns. Okay, aber jetzt innerhalb von 30 Sekunden, los geht's. Irgendwas mit der Cola, irgendwas mit K, weil Kraftfahrt war, glaube ich, irgendwie das erste Wort. Und es ging immer um die Anfangsbuchstaben der jeweils Verkehrsbegriffe. Ja, ne? Aber Hawaii nicht vergessen, Klaas. Hawaii, ja. Nee, aber die Cola in den Mülleimer schütten? Was? Weil der Mülleimer war mit das Letzte. Warum? Aber ja. 10 Sekunden noch. Wir üben das mal. Ja. Wenn ihr es hört, bin ich gespannt. Dann habt ihr einen Denkfehler gehabt. Und Schluss. Also ihr habt die Aktion auch nicht erkannt. Mario leider auch nicht. Es ging darum, sich mit dem Boxhandschuh eine reinzuhauen. Das war die Aktion. Hä? Er hat es am Ende einmal klar gesagt. Ja. Ist doch klar gesagt, oder nicht? Genau. Ja, das hast du klar gesagt. Aber du hast ja vorher schon mal einmal das... Unser Absprachenschild hast du ja schon einmal benutzt vorher. Gut, meine Damen und Herren, hier wird noch gerätselt. Wir spielen Geheimsprache. Es ist ein bisschen schwierig, die Regeln, aber wir werden uns weiterhin einrufen. Momentan steht es 0-0. Wir kommen zur nächsten Runde und Joko und Klaas, ihr seid jetzt wieder dran mit Geheimsprache und Taktik entwickeln und dann gleich mit dem Übermitteln einer Aktion. Ihr beide geht noch einmal hinter die rote Trennwand und hört ein bisschen wunderschöne Musik. Eingesungen und eingespielt von mir. Habt ihr gemerkt? Gut. So. Wunderbar. Klaas und Joko, ihr seid nochmal dran. Konntet ihr euer taktisches... Ja, wir haben Christiane Stenger, sagt ihr was? Die Gedächtnisweltmeisterin. Super. Es gibt ja ein Grundprinzip, was wir jetzt natürlich jetzt hier nicht komplett anwenden. Aber was immer ganz gut funktioniert ist, wenn man sich Dinge merken muss, dann kann man sich Geschichten erzählen und so weiter. Ah, okay. Und praktisch, dann ist es leichter... Aus dem Handlungsstrang sozusagen. Aus dem Handlungsstrang Sachen zu machen. Und ich sage, im Großen und Ganzen haben wir das gemacht. Das jetzt komplett zu erklären, wird wahrscheinlich ein bisschen die Zeit sprengen. Aber ihr habt das Wichtigste ist, dass ihr einen Weg... Wir wissen, wie es geht. Wie funktioniert das denn jetzt? Übermittelst du immer noch? Also du bist der Sender und Joko immer noch der Empfänger, der sich hier ein... Ich will nur die Frische meiner Gedanken noch sortieren. Die Frische deiner Gedanken? Ja. Gut. Wunderbar. Also ich kann die anderen rausholen, ihr seid bereit für die nächste Aktion. Errät es, Joko gibt es einen Punkt, erraten die anderen es ebenfalls, gibt es zwei Punkte für die. Okay, okay. Klaas, dann begib dich bitte hier wieder auf Position, du kriegst gleich die Aktion. So, Mario und Simon, ihr seid dran, achtet ganz genau drauf, was Klaas da jetzt performt. Anderthalb Minuten habt ihr Zeit und die Zeit läuft, wenn ich dir den ersten Begriff gezeigt habe, ihr könnt Notizen machen. Hier ist die Aktion. So, so. Ein bisschen weiter hier. Ja, alles klar? Mhm. Eine Minute 30 laufen ab. Jetzt. Also der Bär geht eine Straße lang. Der große und nicht der kleine Bär geht die Straße lang. Er kommt an eine Hausecke. An der Hausecke steht ein Stromkasten. Der Stromkasten. Mhm. Warte. Ja. Der Stromkasten. Ist Tennis-Lag. Zum Süden ausgerichtet. Im Süden erscheint eine Zahl 2, 4, 2, 3, 4. 4 sind die Bälle. 2, 4. Ja. Überall da liegt das Glück dieser Erde. Überall, da liegt das Glück dieser Erde. 30. Atlas. Und das überall liegt da, wo das Glück dieser Erde liegt. Aber nicht beim Pferd, sondern beim Mensch. Mhm. Bei dir. Und dann liege, stützen. Ein. Und die letzten 10. So. Nee, nein, du musst es ja nicht vormachen, du musst es aufschreiben. Hab ich. Achso, gut, dann nimm die Tafel da doch weg, weil das können die anderen ja sehen. Hä? Gut. Ich hab's auch jetzt gemacht. So, warte mal. Ich war so konzentriert, ich wollte einfach nur... Warte mal. Komm mal mit. Du erklärst es mir jetzt mal hier im Dunkeln. Wir machen einmal kurz die Mikrofone aus für die Studiobeschallung und nur Joko erzählt's mir. Atlas. Also ich muss mit dem Atlas auf den Rücken legen und eine Liegestütze machen. Das ist
So, Beschallung wieder an, das ist absolut korrekt. Also ein Punkt gibt es schon mal für Klaas und Joko. So, ihr beide habt jetzt 30 Sekunden Zeit, mir diese Aktion vorzumachen, von der ihr glaubt, dass sie richtig ist, okay? Ich war so zu sehr 30 Sekunden, ab jetzt Simon und Mario. Atlas auf dem Rücken, das ist ja klar, muss ja so sein. So, und mehr brauchen wir ja nicht zu machen, weil der hatte ja und... Teddy. Dann viermal den Ding da. Was hat er denn auch mit Teddy gemacht? Mit vier hat er gezählt. War noch nicht das Richtige dabei, ne? Und der Strom. Ich unterbreche sofort, wenn ihr es richtig habt. Das Richtige war nicht dabei. Das 10? War, ja, der hat ja nicht viel gehabt. Wir nehmen den Atlas und um die Welt und dann haben wir den Besen und geflogen. Schluss. Ein Hexer. Ihr wart ich so glaube, es liegt. Nah dran. Das ist ja unglaublich. Ihr wart so nah dran. Boah. Das mit dem Atlas auf dem Rücken stimmt. Die Aktion war, einen Liegestütz mit Buch auf dem Rücken machen. Und ich war so im Fokus, du wolltest gerade dass runtergehen. Ich runtergehen und machen wollte. Weil ich dachte, okay, ich hab's verstanden. Ich kann sofort zeigen, ich kann's. Oh das Gott. Das gut. Wir. Also, aber wo war jetzt Liegestütze denn dann in der... Ja, die hat er aufgeschrieben. Er hat sie nur aufgeschrieben. Am Ende hast du es ganz deutlich gesagt, Liege... Stützen. Eins. Ja. So, ja, stimmt. Komm, Klaas und Joko, ihr geht dahinter. Schwer. Momentan führt ihr 1-0. Oh, sehr gut, Klaas. Ihr sehr, könnt sehr jetzt ausgleichen, ja, Mario ja. und Simon. Und die anderen beiden können gewinnen. Klaas und Joko. Klaas und Joko, wenn ihr das jetzt erkennt, um welche Aktion es dabei geht, dann gewinnt ihr das Spiel. Ja. Ja? Gut. Und wenn wir es nicht erkennen und das nächste auch nicht und die dann auch wieder nicht, haben wir trotzdem gewonnen. Gut, also ihr beiden, jetzt könnt ihr euch absprechen. Ja. Ihr habt es gesehen, die beiden haben es komischerweise geschafft. Vielleicht Zwei Astronauten, genau. Jetzt was ja gut legt ist, ihr los. Wenn man viel redet, das macht einen ja irre. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir es wie eben wieder mit einem Codewort. Ja. Aber was ist das Codewort? Wollen wir wieder in der Familie der Verkehrszeichen bleiben oder wollen wir einfach... Da achten Sie vielleicht jetzt mehr drauf. Vielleicht können wir... Wie findest du denn sowas wie Schnipp, Schnapp, Klipp, Klapp, Schigidick? Tatütata. Ja, wir können ja irgendwas nehmen. Schnicki, Schnick, Schnack. Können ja Lappen kommt ja nicht da drin vor, weil das ist ja nur zum Auswischen da. Wir nehmen anstatt dass die Einbahnstraße ist jetzt halt unser Codewort der Lappen. Ah ja, und ich nehme alle Teile. Genau, und wenn du das Teil, was da vorgegeben wird, ja, wird dann irgendwann mal Melone sein, dann pass sagst auf, du Lappen. Mario, wenn ich sage, der Lappen muss Dings da. Genau, und wenn ich sage Lappen, danach kommt Melone, dann nimmst du nach mit dem Lappen. Die Melone wischen. Genau, danach dann weiß ich, Melone ist drin. Mit dem Lappen die Melone wischen. Mit dem Lappen. Danach kommt die Aktion. Genau. Mit dem Lappen. Mario und Simon haben sich eine Taktik zurechtgelegt. Klaas und Joko sind dran. Kopfhörer abnehmen. Gut, also, das könnte eventuell die letzte Runde werden bei Geheimsprache. Solltet ihr es nicht erraten? Chance auf eine weitere Runde. Schafft ihr es, gewinnt ihr auf jeden Fall. Momentan führt ihr mit 1-0. Simon ist der Sender, Mario ist der Empfänger. Ihr seid das Team, die versuchen, diese Geheimsprache zu dechiffrieren, wie das Simon vorhin so schön gesagt hat. 1,5 Minuten habt ihr Zeit. Und zwar, Simon, hier kommt er. Ja? Und los geht's. Mit dem Sombrero 10 Kniebeugen um den Tisch herum. Mit dem Schläger alle 4 Bälle in den Papierkorb. Man kann ganz nah dran. Mit dem Teppich auf dem Boden einmal Sindbad spielen und dabei eine Blume in die Hand nehmen. Den Zylinder aufsetzen und mit dem Teddy versuchen und der Melone zu jonglieren. Mit dem Lappen über die Melone wischen und Bowling mit der Melone spielen. Das Wasser aus der Blumenvase trinken. Den Eimer, so das wäre das Teil. 30. Und die schwarze, nein, die Cola natürlich, trinken. Oder so. Den Wodka nehmen und dem Teddy geben. Und den Teddy dann in den
in den Mülleimer. Und dabei, wie Aladdin, auf der Treppe, aber am Stromkasten vorbei. Noch 10? Am Stromkasten vorbei, der ist aber südlich ausgerichtet. Der ist südlich ausgerichtet und das ist dann auch ganz wichtig, liege Stütze am Stromkasten. Schluss! So, Mario, wir gucken mal. Du hast gemacht. Darf ich nur eine Sekunde überlegen? Ja, ich du weiß darfst gar gerne noch eine Sekunde überlegen und du musst am Ende eine einzige Aktion aufschreiben, die... Scheiße, ich glaube, ich habe zu viel. Du hast mich völlig... Also, ich weiß gar nichts mehr, aber ich versuche es mit dem. Also, wir lassen das jetzt erstmal da so stehen. Und ich kann schon mal sagen, dass das auf jeden Fall... falsch. Nein, habe ich. Ach, das heißt, warte, Simon. Ich möchte, also ihr habt auf jeden Fall schon gewonnen, Jungs. Das war mein Fehler. Ich möchte trotzdem noch mal diese 30 Sekunden genießen und mal schauen, ob ihr es rausbekommen habt. Es ist ein und dann Spiel, feiern wir das alles. Grausam. 1-0 habt ihr schon mal dieses Finale, dieses Spiel gewonnen. 30 Sekunden habt ihr ab jetzt. Los geht's. Aber dann habe ich. Ja. Das war's noch nicht. Hä? Was ist das? Da roll was. Wo ist der andere? Das war's auch nicht. 10 Sekunden noch. Hä? Hm. Nein, auch das ist es nicht. Und Schluss. Also. Bist du blöd? Ihr habt dieses Spiel gewonnen. Ja. Genau, also ihr habt es insofern genau richtig gemacht, weil genau das hat Mario auch aufgeschrieben, weil Simon hat sich zwar eine tolle Taktik ausgeschnipst, aber schon wieder über Bord geworfen, weil also die Taktik war, man sagt mit dem Lappen und sagt danach die Aktion. Ja. Du hast mit dem Lappen gesagt und dann hast du irgendeine Aktion gemacht. Mit dem Lappen über die Millionen wischen. Und dann habe ich aber noch Bowling und dann Bowling. Genau, Bowling. Genau. Weil ich dachte, das ist jetzt zu wenig, das merken die. Und danach kommt, dann habe ich schon verkackt. Ach, wie lustig. Also die Aktion war... Wir haben doch mit dem Lappen über die Melone gewischt. Aber wir haben mit dem... Ja, diese Aktion war es. Einen Schluck aus der Blumenwasser zu trinken. Genau. Das kam danach. Lustig. Und weißt du, was ich gedacht habe? Du hast immer dreimal geschnipst und nur da hast du einmal geschnipst. Nee, und hast gesagt, mit dem Lappen über die Melone gewischt. Dann dachte ich mir so, hoho, den habe ich. Also ich glaube, wir haben keinen Untersetzer unter diesem Spiel. Und das ist eine kaputte Melone auf dem teuren Boden. Oh. Ja. Nicht nur Steven Gätchen müssen wir bezahlen, auch den Boden, wenn er kaputt ist. Und ja, die Melone auch. Ich bin günstiger als der Boden. Die Melone hätten wir wieder zurückgebracht. Oh, guck mal, da ist die kaputt gegangen. Ein Höllenschlag. Aber es macht nichts. Ihr habt einen ganz wichtigen Punkt. Ich meine, so knapp habt ihr dieses Spiel gewonnen. Aber ich glaube, das gibt noch mal einen Return auf Geheimsprache. Das müssen wir noch mal spielen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also jetzt mit unserem jetzigen System könnte ich alles erzählen. Ja. Das machen wir noch mal. Aber erstmal sagen wir vielen Dank, Mario Basler und Simon Gosi-Johann. Danke schön. Schönen Tag. Simon, in die Richtung. Gut. Macht's gut. War gut. Sehr gut habt ihr das gemacht. Aber das Spannende war, also ich habe ja bei beiden Teams mitgekriegt, welche Strategie dahinter war. Und vor allen Dingen in der ersten Runde diese Ratlosigkeit zwischen euch waren. Und dann das Geilste war bei Mario und bei Simon eben gerade ellenlang über die Strategie gesprochen. Und dann kommen wir an diesen Punkt und ich denke so, was machst du, Simon? Du wirfst alles über Bord. Aber es macht ja gar nichts. Ihr habt gewonnen, ihr kriegt einen weiteren Vorteil. This is my question.